Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im True Farming 2 Projekt, hier von der Verlobungsfeier zurückgefahren. Aber was machst du da eigentlich? Nach Reber. Können wir mal bitte anhalten? Ich muss mal Pipi. Oh, wir haben doch eben schon gehalten. Ich muss wirklich mal Pipi. Ja, warum stehen wir denn jetzt schon wieder? Ja, weil da muss schon wieder einer auf Klo. Gar nicht. Ach, herrje. Oh. Du hast so viel gesoffen wieder, Sven. Oh. Seid ihr zwei denn jetzt wieder zusammen? Oh. Weil der Ex. Du wolltest nur pullern. Kein Wunder. Ich bin fertig. Gut. Oh, endlich. Kara, du müsstest aussteigen. Ja, da hast du noch Mittag. Das aber auch, oder? Ja. Komm, du hast die Hose zu. Ey, mach die Hose zu, Sven. Achtung, da kommt Arbeit. Sven, du hast die Hände nass. Entschuldigung, Guido. Ja. Ich wollte ja schon lange sagen, ich hab dich ganz schön tolle Leben. Ja, ich dich auch. Können wir nochmal anhalten, ich muss Pipi. Oh. Was? Kannst du das nicht verkneifen oder so? Nein, Pionierblase. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alter, oh, mach dir die Hände wenigstens im Gras sauber. Okay. Aber pass auf, dass da keine Zecken dran sind. Ich habe keinen Bock auf Zecken, Alter. Oh, kann weitergehen. Nein. Wo sollen denn jetzt Zecken dran sein? Ja, in seiner Hand. Ich fahre auch extra langsam, als sie mir nicht... Guido, riech mal meine Hand. Ist eklig, wa? Sag mal, nimm das... Oh Gott. Oh, Alter. Können wir nochmal anhalten? Nein, du pickelst jetzt in eine Flasche. Alter. Oh, danke. Nee, das will auch keiner sehen. Lass das mal. Eine Flasche da an. Oh. Ach Gott. Ja, eins, genau, fahr zwei, weiter. Zwei, drei, gut. Hey, ihr müsst da warten. Hey. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn du ihn laufen lässt. Nee, ich glaube, das ist nicht... Ja, das oder das. Sven, entschuldige dich bei mir. Oh. Oh nein. Kein Beziehungsdrama jetzt. Jetzt unerwartet. Können wir vorher noch nach Meckes halten? Pass auf, das ist eine gute Idee. Ey, fahr ihn nicht an! Ich sehe nicht. Erklärt das ist? Jetzt? Was klebt? Nee, können wir nochmal anhalten? Ich muss Pipi. Ey, jetzt reicht es. Wir fahren jetzt. Pinkel in die Hose. Nein, falscher Alarm. Mach mal die Tür zu. So. Runter. Du bleibst jetzt zu. Oh, was ist denn hier noch ein Bier? Oh, wir halten nicht nochmal an. Oh, guck mal, ich habe einen kleinen Hundi mitgenommen. Komm her, mein Kleiner. Das ist Jack Russell oder was? Ja. Der hat hier sein Handy-Tamagotchi hat er angemacht. Ach so. Tamagotchi-App. Aber zeig mal, dem geht's richtig gut. Wie hast du das gemacht? Ja, meiner stirbt immer. 1,99 beim App Store. Ja, aber meiner stirbt ja immer. Ach so, ich hab Premium gekauft. Ich hab ja einmal mit meinem Tamagotchi Guido gegeben, aber das hat auch irgendwie... Du hast gesagt, dass der Akku leer war. Ne? Ja, ich sag dir. Ich bin ehrlich, es ist mir ins Klo gefallen. Es ist... Was? Er ist mir ins Klo gefallen, ich wollte es nachts... Das erklärt, warum die... Ist nicht mehr richtig. Was ist denn das hier rund? Was ist ins Klo gefallen? Mein Handy, weil das erklärt, warum Touchscreen nicht mehr richtig ging. Oh Gott. Ich wollte dein Tamagotchi füttern nachts, bin auf Klo gegangen und bei Pinkel ist reingefallen. Ach, das hat letztens so gescheppert. Aber ich habe schon das neue iPhone bestellt für dich. Ja, das ist lieb von dir. Ich hoffe, dass ich an alle Daten noch komme. Ist er jetzt eingeschlafen? Ich habe es direkt im Reis gelegt. Okay. Also, wenn der schnarcht, dann hörst du es. Dann weiß das er. Ah. Nicht, Pamela, ich bin verheiratet. Oh. Was? Ich war eingeschlafen, Entschuldigung. Wer ist Pamela? Okay. Ich bin noch nicht verheiratet. Pamela, mach weiter. Wer ist Pamela? Was? Pamela Anderson? Aus Baywatch? Hieß die Pamela Anderson? Nee, die von Baywatch hieß doch Hasselhoff. Nee, der war auch dabei. Ich wollte sagen, der war dabei. Aber das eine ist ein Kerl und das andere ist eine Frau. Also. Ja, da war ja was. Leute. Oh, was ist da? Oh, was ist da denn guck los? Mal da vorne. Oh, oh. Fahr mal lieber hier rechts ran. Oh nein. Und Sven ist besoffen. Aha. Hey, oh, das sieht aber nicht gut aus. Warum meinten wir? Wir sind noch gar nicht zu Hause. Oh, nicht, dass da irgendwer ne, verletzt ist. Oh, wir stinken alle nach Alkohol, das gibt doch Ärger. Nein, eigentlich schon nur Webo nach Alkohol. Ja, das stimmt. Wer ist denn das schon wieder? Das ist ein Spitzname. Du meinst Sven, ne?
Webo Schröder. Webo steht für weiß eigentlich bald. Olaf. Ordentlich. Olaf. Olaf. Oder so, ja. Wollen wir mal hingehen? Und oder wollen wir nur gaffen? Sollten wir? Nein, wir sollten schon. Ich halte mich da. Ich habe Angst davor. Oh nein, Arthur. Dann habe ich. Onkel dann, Arthur, komm jetzt. Ich bleib. Könntet ihr mich vielleicht stützen? Wo bist du denn? Bebo, Guido. Ich glaube, du bleibst im Auto lieber. Du ja, lass uns mal hingehen lieber. Guido, ja. Komm, nimm mich mit. Ja, komm her, komm her. Ja. Oh. Ach, guck mal, noch ein Bier. Oh Mann. Hallo, Dennis, geht's euch gut? Die Feuerwehr kommt gleich. Ja. Alles in Ordnung? Hallo. Ist jemand verletzt? Ah, hallo. Hallo? Also, ja, wenn, dann der junge Mann da an der Säule, aber ich bin nur dazugekommen. Erste Frage, hat einer von euch Alkohol getrunken? Und wenn ja, habt ihr noch was? Also, so wie Sie sprechen, glaube ich, Sie am meisten von uns, aber... Nein, das stimmt nicht. Ja, das sind, habt ihr noch was? Geht's Ihnen gut? Ich trinkt nichts gerade. Mir geht's soweit ganz gut. Also, ich setz mich ins Gras. Wie gesagt, Feuerwehr und sowas haben wir erstmal alarmiert. Also, Ihnen geht's soweit gut, laut seinen Aussagen. Okay. Ah. Okay. Sieht aber übel aus hier vorne. Wenn irgendwas wehtut, Bescheid sagen, bitte, dann gucken wir es uns an. Mir geht's soweit gut. Ja, ist bloß mein Fuß ist gerade ein bisschen aufgeschürft. Okay. Aber soweit ganz gut. Aber euch kenne ich gar nicht. Seid ihr neu hier? Ja, wir sind neu eingereist. Quasi auf der Durchreise, ja. Genau, okay. Ich komme aus Felsbrunn. Aus Felsbrunn? Ja. Okay, vielleicht sollten wir die Vorstellungsrunde auch später verschieben und den jungen Mann erstmal helfen. Wäre ganz toll, ja. Sagen wir, wenn es soweit geht, ne? Ansonsten Bescheid sagen, dann gucken wir es uns näher an. Keiner von euch im Arzt kommt sie schon. Entschuldigung, also, muss mal Pippi. Kara ist Tierarzt. Tierheilpraktiker, Bärchen. Was wollte gerade sagen? Ja, ja, aber dann haben sie ja mehr medizinische getrunken. Kenntnisse. Ach, start, gut. Was macht er da jetzt schon wieder, Emma? Weil, frag mich doch nicht, wir sind nicht mehr zusammen. Ich hab doch keinen Einfluss mehr auf. Ihr seid zusammen. Aber was soll ich denn? Ich bin bereit, wir können los. Um ihn macht's als Emma. So Leute, was ist hier passiert? Ich will nur wissen, was er macht. Wir haben ich hier einen Verletzten, der ist hier, der mit der komischen Frisur. Und hier ist ein Unfall passiert, hier mit dem Auto und dem Motorrad. Irgendwas scheint hier auch rauszulaufen und so. Hier, was heißt denn hier eigentlich mit komischer Frisur? Hast dich mal angeguckt? Okay. Matthias, du nach dem Verletzten. Ja, Glatzkopf. Der Verletzte ist hier drüben an der Säule. Ja, genau. Auf der Säule, okay. Ja, soweit sieht's aber gut aus. Was ist denn passiert? Der Kollege kam hier vom Hügel runter ohne Licht mit dem Moped und ich kam da raus von dem Hof und habe ihn natürlich übersehen. Okay. Ja, irgendwelche Schmerzen, irgendwas? Mein Fuß ist ein bisschen aufgeschürft. Und ansonsten scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Keine Kopfverletzung. Ja, ich schau gerade einmal. Alter! Pass dich ganz kurz ab. Tut das weh? Nein. Tut das weh? Paul! Hallo! Okay. Mein Auto! Mahlzeit! Da hier! Da sind wir gezielt dran vorbeigefahren. Das ist doch gar nicht dein Auto, ist mein Auto. Das ist doch dann gleich. Das ist meins. Das dann richtig gut aus, glaube ich. Daimlack! Also ich glaube, Krankenhaus braucht nicht. Wenn irgendwie noch Schmerzen sind oder es schlimmer wird, dann auf jeden Fall da Krankenwagen rufen, ne? Aber wenn du sagst, so passt es, dann... Wollen wir davon erstmal absehen. Ne? Wollen wir hier an den Autos irgendwas absichern? Oder? Ja, ich wollte gerade fragen. Betriebsmittel, laufen Betriebsmittel aus? Ja, wir müssen schon schauen, das weiß ich nicht. Ja, hier beim Mofa, beim Tankdeckel. Ich bleib bei dir. Einmal Bindemittel. Ich guck mal, was ist das schon? Ja, da reicht ja der Salzstreuer, oder? Ja, ich guck mal, ob bei Kalli hier noch was war. Ab hinten habe ich noch so einen Sack gesehen. Finger weg! Das ist meins! Oh, Kalle, das was brauch ist ich noch! Schöner Sack hier. Wofür brauchst du das denn, Kalle? Katzenstreu! Kalle, gib den Sack her! Wir müssen halt aber streuen! Wenn der Carlo pinkelt, wenn er so inkontinent ist, der hat doch sogar eine Windel an. Der ist aber halt so inkontinent wie du! Nicht darfst. Oh, er frisst es immer wieder, er muss davon kotzen! Also, ich glaube, die Katze pinkelt weniger als unser Sven. Derzeit, ja, das ist der überhaupt? So, ist ordentlich gestreut.
Oh, ich suche ihn jetzt. Oh, sind sonst noch irgendwelche Beteiligten, außer die zwei Leute? Ben! Also als wir hier hinkamen, war halt nur der eine hier und da war ein anderer mit bei und noch irgendeiner. Okay. Also ich bin nur als Ersthelfer dazugekommen. Also. Achso, der ist nur dazugekommen. Ah, okay. Hab ihn gefunden. Oh, dann weg ihn, man hört doch gar nichts, so laut schnarcht der. Warte mal, ich setz mich da mal rein. Aber nicht auf den Schoß, ne? Oh nee, warte mal, echt? Das, ui. Halt, stopp, ich bin verheiratet. Ey, Sven! Ja? Aufwachen! Ich hab dein Lieblingsessen hier. Mutti, geh weg. Ich will. Und ich hab auch noch ein Bier in der Hand. Bier! Rama, können Sie laufen? Geht doch. Müsste, glaube ich, gehen. Sollen wir mal zum Rettungswagen laufen? Der kann, zum Notarztwagen, der kann ihn dann... Wo bin ich denn hier? Ja, Sven, wir sind ja in einem Unfall. Was? Ja, was? Sven, was hast du getan? Guido ist Verlobung gefeiert. Ja, ich weiß nicht. Ja, und du hast gesoffen. Wie ein Schlot. Brauchen Sie noch irgendwelche Personalien oder kommt die Polizei noch? Muss ich warten? Oder? Ja, ich wollte gerade fragen, ob die Polizei schon alarmiert ist oder ob da... Ja, mal sitzen. Also laut meines Wissens war nur die Feuerwehr alarmiert. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also wo ich dazu kam, hieß es schon, Feuerwehr sei alarmiert. Und genau, und die Feuerwehr nimmt das alles auf und das wird dann alles an die Polizei weitergegeben am besten. Okay, dann mache ich das mal. Mache ich mal Gott. Ein paar Fotos da. Und dann brauchen wir das alles mit dem Unternehmen. Feuerwehr, ja. PKW kann auch abtransportieren. Mein Personal dürfen wir auch aufnehmen. Meine Güte. Guido, bist du das? Ja, hi. Bist du so schnell gefahren, dass du deine Haare verloren hast? Siehst du aus? Ich wurde rasiert von so einer Heideltraut oder wie die hieß. Eieiei. Aber irgendwie habt ihr Partnerlook. Ja, war Verlobungsfeier. Genau. Also ich hab ihn nur an seinem Bauch erkannt, ganz ehrlich. Er arbeitet schon daran, ja? Ja. Mit Sit-Ups, jeden Abend 5 Stück. Ich dachte FDA. Oh, ist doch gut. Nein, Sven, wach werden, komm! Ich am Feuerwehrwagen schlafen. Erregung. Ey, das ist nicht wahr. Ich bring dich gleich ins Bett. Also wir können auch nicht abschleppen, der Landhandel ist zu. Ja, toll. Vielleicht sollten wir... Nein, vielleicht sollten wir... Mein Auto sieht ja noch Farbe rein aus, sollen wir aber versuchen, ihn runterzufahren? Wollte ich gerade sagen. Dass wir das zumindest zur Seite alles schieben hier erstmal. Ja, wir schieben das im Busch. Komm, los. Wenn ihr seht dich, dann lehnt ihr in der Warnweste um und setzt ihn vorne vom Fahrzeug hin. Ich bin dafür, die Frau Dick setzt sich schon mal rein. Jetzt lass die Feuerwehrautos hier stehen, dann kann die Polizei das selber regeln. Ich schiebe, Jungs, ich mach das. Los. Sven, halt, let's go. Sven, schieben, nicht ziehen. Hey, mach auf. Zieht ihm eine Warnweste an, dass er da bleibt. Sven! Jungs, und ziehen, los, ziehen. Ziehen! Oh, warum schiebt ihr? Ich hab das Mofa mal wieder hingestellt. Oh, das war ich zur Seite. Noch ein Stückchen. Jetzt bremsen! Bist du sicher, dass du fahren kannst? Das ist eine gute Idee, ist das Ding vor. Ja, schieb mich. Nicht, dass es gleich noch mehr Verletzte gibt. Oh. Wow. Alles gut. Ja. Super. Straße war freigeräumt. Super. Der Patient kann ins Krankenhaus gebracht werden. Ich war uns nach Hause. Das ist mein Fahrer. Ja? Wir fahren dich nach Hause, ja. Ja, dann rücken wir auch wieder ein. Guido, ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb. Na gut. Kannst du mir meinen Kopf streicheln? Ja, sicher. Danke. Das hat die Emma früher immer gemacht, aber jetzt nicht mehr. Wer ist denn Emma? Jetzt hör mal auf, ey. Van Dyck. Ach, die Van Dyck? Ach, die heißt Emma? Ja. Ich hab dir auch das Du schon angeboten, du Arsch. Kurze Frage noch. Ich bin ja hier auf der Durchreise. Können Sie mir noch ein Motel oder sowas empfehlen, wo ich die Nacht verbringen könnte? Gemeinde. Der Gemeinde gibt's eine Zelle. Was ist denn? Zelle? Ich hab ein Motel. Bei Tante Emma, die hat doch noch immer Zimmer frei, oder nicht? Ach stimmt, Tante Emma, ja. Ja. Sorry, ich also muss um mal die Uhrzeit kann man da klingeln. Und kann ich jetzt ehrlich? Mit meinem Auto weiterfahren oder wie schaut denn das aus? Bitte? Kann ich jetzt nicht mit meinem Auto weiterfahren oder wie schaut denn das aus? Ja, wenn das noch fahrbereit ist, fahr da morgen, komm damit mal die Tage, wenn der Landhandel wieder geöffnet hat, dahin reparieren wir. Kostet auch nur ein bisschen. Sven, alles gut? Ja, hol nochmal Pipi. Achso. Oh, Sven. Aber nochmal die Tante Emma, wo finde ich die? Wenn du hast jetzt noch ein Bier hier für mich. Die Straße lang gehen,
Dann kommt eine Kurve und dann kommt nachher so eine Kreuzung. Moment. So, und da auf der linken Seite ist ein Tante Emma Laden und die hat auch Hotels. Ich komme mit. Alles klar, dann käme ich aus, dann danke ich erstmal soweit. Kein Problem. Hier, bitteschön. Wenn auch was ist, dann wenden Sie sich gerne auch an die danke. Gemeinde. Da gibt's auch Karte und alles. Was macht das ist ja alkoholfrei. Hallo. Du sollst doch kein Bier mehr geben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir hören uns. Ja, ciao. Ja, alles klar. Ey, jetzt gib ihm nichts mehr. Okay, Arthur. Wenn das Fahrzeug nicht mehr vorbereitet ist, kann sie gerne bis ins Motel mitnehmen. Das wäre natürlich perfekt, ja. Ja. So, und wir fahren jetzt. Jawohl. Schauen wir mal, ob wir das finden. Ne? Ja, dann ab nach Hause. Mach die Tür noch hinten zu. Ich brauch ein bisschen länger. Ich hab dann noch ein bisschen auf Zeiten und dann. Ja, schließen Sie zu, nehmen Sie vielleicht Ihre Personalzeug, also alles, was Sie so brauchen, mit und dann. Tür zu, Guido! Also, wie gesagt, ich fahr in Tante Emma Laden und dann. Kann ich Sie gerne morgen früh auch wieder herbringen. Tschö! Tschüss! Tschüss! So, dann bring ich euch jetzt nach Hause hoch. Emma? Ja. Können wir mal anhalten, mal Pipi. Oh Gott. Ja. Nicht schon wieder. Danke. Ich kann da nicht mehr. Das ist dein Mitarbeiter. Bin schon fertig. Ich hab den noch nie so besoffen erlebt. Nein. Ben, hier, guck mal, ihr habt noch eine Flasche gewohnt. Arthur! Eben her. Ah, nein. Also der kotzt uns auch gleich noch die Bude hier voll. Ja, aber wieso? Der Mann braucht das. Ja. Das geht hier doch gut. Hey. Oh nein, nein. Ich sitze hier in der Mitte. Rechts meine ich. Also ja, geh du sollst aussteigen. Ich steig nicht aus, du steigst aus. Wer muss denn kotzen? Jetzt aussteigen? Ja, wer wohl? Ja, aber jetzt musst du. Wieso? Du gar nichts gehört, aber alles gut. Ja. Können wir mal anhalten, müssen wir mal Pipi. Nein. Okay, dann fahr weiter, schalt an. Oh, aber ich könnte jetzt auch mal langsam. Mann. Leute, ihr macht mich fertig. Ja, dann Sven, da geh auch jetzt schnell, wenn der Arthur auch schon geht. Aber Guido, wir müssen auch noch mit Mango raus, ne? Das weißt du? Ich muss nicht auf Klo. Der muss auch noch Pipi over. Ja. Ja, müssen wir, ja. Ja. Ich darf mich ja nicht umdrehen. Ach du Scheiße, Leute, hinter uns, das Ordnungsamt-Typ. Komm, Arthur, steig ein! Nee, hau ab, ich darf nicht bis auf den Vorhaben. Ich hab nichts getrunken. Sagen wir, haben aber nichts gemacht. Also. Na gut, wir haben besoffen dabei, ne? Was soll's? Ja, das ist ja nicht dabei. Schlimm, fährt ja nicht. Ich hab mal Brombeeren geguckt. Ja, also jetzt müsste ich auch noch mal Pipi. Oh, Sven. Nein, Vater, ist okay. Ich mach hier ein Handschuhfach. Ja, Nein. Was ist denn das hier für ein Knopf? Oh, Funkgerät. Jetzt warte kurz, wenn der Typ nämlich vom Ordnungsamt weg ist und wir jetzt hinterm Busch gleich stehen. Raus und pinkeln! Aber jetzt drückt die Blase auch mal richtig aus. Ja. Ja. Und ihr müsst mich anfeuern, damit das was wird. Ja, aber nicht. Ausbringen, ausbringen, jetzt mach! Sven! Sven! Jawohl, ja. Sven! Oh, alles! Super, danke, das hat mir gefehlt. Ja. Motivation. Da hat jetzt eigentlich nur noch so der Pups gefehlt. So. Wo schlafen wir denn heute? Zu Hause? Wo willst du denn schlafen? Wie dürfen wir denn das nicht? Das doch mal. Ja, was das jetzt? Ja, das gibt es doch nicht. Guido, nochmal. Wir dürfen zu Hause schlafen. Ach, dürfen wir? Ja. Okay, wir schlafen zu Hause. Warum dürft ihr nicht zu Hause schlafen? Ja, weil, doch, dürfen wir. Ich habe gedacht, das wäre auch gesperrt, dass wir da nicht hin dürfen. Nein, das war doch letztes Mal schon nicht gesperrt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Warum sind wir es eigentlich alle ausgestiegen? Ich glaube, ihr habt mir viel zu erzählen. Hast du vergessen mit deiner Haare, kann das sein? Ich glaube, ja. Das geht nie wieder raus. Oh, Entschuldigung. Den Geruch kriegst du nie wieder raus, Emma, nie wieder. Ohne ja, Scheiß. Einsteigen, Türen auflassen. Nee. Einsteigen. Hattest du nicht vorher beiges Leder? Ja, Mann. War das Leder nicht vorher beige? Alter, ich will jetzt hier nicht über das Auto reden. Wieso? Grundreinigung. Ey, ihr wisst, dass alle Türen offen sind? Ja, ich weiß. Wer hat denn hier gefurzt? Ja, dein Freund. Mein Freund? Ja gut, da hat's recht. Wir sind nicht mehr zusammen. Jetzt ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts.
Nein! Halt die Klappe da hinten! Jetzt kriegst du wirklich kein Bier mehr. Ja. Wird doch Zeit. Ich hab hier zwar noch eins, aber... Nein, gib mir das okay, bloß Arthur, nicht. Nein. Nein. Sonst müssen wir wieder... Wir sind gleich zu Hause, sonst müssen wir wieder 20 Mal anhalten. Aber ich lade dich nur ab und fahre dann rein. Ich schlafe nicht bei euch. Was kriege ich denn dafür? Warum nicht? Für was? Wenn ich dir das Bierchen gebe. Euch nicht mehr. Ich dachte, wir machen Gemeinschaftsschlafen. Was machst du? Ich gebe dir einen Knutsch. Oh nein. Oh, nee, da muss ein bisschen mehr kommen. Oh nein. Oh nein, das was Kalle. Ist hier los? Wieso ist denn Kalle noch ich um eine... Sagen, was hier ist 30. Hallo, ich fahr 20. Wieso ist denn... Pass auf die Tür da auf. Boah. Oh wow. Wieso das ist denn Kalle noch um 21:42 wach? Wahrscheinlich auch mit Kater Carlo unterwegs. Ach so, ich dachte, er geht... Hast du Carlo nicht alleine gesehen? Ja, jetzt haben wir den Ordnungstyp am Arsch. Mit offenen Türen fahren wir durch die Gegend. Ist ja auf dem Hof, auf Privatgelände. Jetzt pass auf, dass hier kein, dass du Mango nicht dran fährst. Es ist ja Privatgelände, also. Ja. Dann übernachte ich bei euch. Hallo? Ja. Oh, guck mal. Warte mal, ich hole jetzt mal Futter von drin. Andreas, könntest du bitte Nachsicht haben, weil wir haben ein Problem gehabt. Der Sven, der hat gefurzt. Und ich rieche es jetzt schon. Okay. Ja, also, danke schön. Tschüss. Ja. Vielleicht solltest du über Nacht das offen, nimm mal alle Wertsachen besser raus und lass es einfach rauf. Wenn der Typ vom Ordnungsamt das ausnimmt bei der Wolke, ne? Dann heißt das schon was. Ja, echt. Mango! Ist nur gut, dass er jetzt ist er denn schon wieder? Hat wegen Geruchsbelästigung. Er ist bestimmt auf dem Hof. Ja, irgendwo da. Guckt er oder jagt wieder Rehe. Könnte auch sein. Ja, ja. Ich glaube, er fühlt sich manchmal wie ein Reh. Weißt du, wie er... Ja, doch schon, stimmt. Ne? Wollte ich gerade sagen, so wie er durch den Wald manchmal hüpft. Ja, deswegen, also, ich glaube, er denkt eigentlich, dass er ein Reh ist. Doch. Na ja, gut, aber das kommt vielleicht auch davon, er ist ja die ganze Zeit draußen. Ich meine, der sieht die auch. Wo ist Sven? Ja. Oh, der ist ganz ins Haus gegangen. Nein, hoffen. Wo? Ey. Was, Mango? Oh, der liegt auf dem Kopf. Hi, Mango. Ach, na, das ist ja okay. Ah, der frisst gerade. Ach ja. Oh, ihr Feinschatz. Ich glaube, wir schnappen, ihr beiden schnappt euch den Arthur und Guido und packt den mal unter die Dusche. Ja, mach das mal. Was? Ja, mach das mal bitte. Pack den mal unter die Dusche. Moment, das ist dein Freund. Ja, du hast den gesehen. Halt, stopp. Also? Erstens, wir sind nicht mehr zusammen. Und zweitens, ihr beiden seid starke Männer. Ja, aber du hast ja noch nachträgliche Dienste für deinen Ex. Ja, und ich finde, da er dein Auto vollgefurzt hast, musst du das tun. Alter, muss ich den jetzt noch ausstrippen oder was dann? Ja, sicher. Ich will das nicht machen. Ich hab schon alles gesehen. Ich will es nicht sehen. Siehst du? Ja. Das sind diese nachträglichen Dienste. Du weißt, was dich erwartet. Das muss ich mir merken, ehrlich. So, Sven, jetzt komm mal mit, unter der Arme packen, so, einmal so. Oh Gott. Jetzt Sven, nicht in meinem Haus! Komm, Sven. Hallo, hier. Komm mit. Ist der Kamin an? Nicht, dass sich das entzündet. Komm mit da rein. Einmal austrippeln, einmal in die Wanne. Ja. Und jetzt kalt wir brauchen Fibrin. Hilfe, ich ertrinke. Hilfe. So, jetzt noch einschäumen. Können wir nicht im Büro einfach schlafen? Ja, tun wir auch. Bist du Single? Ich bin nämlich jetzt wieder zu haben. Ey, Sven! So, wir schlafen jetzt im Büro. Komm, wir gehen. Ja. Erstens, du hast in mein Auto gefurzt. Und zweitens, wo musst du? Du kommst mit, Arthur, du stehst auch bei uns. Nein. Du kannst doch nicht da drin schlafen. Lass die beiden da, die sollen sich und ich hoffe, dass es dann. Ja. Wie sieht's aus? Ja, wir haben das Haus für uns. Mal geht's morgen gut. Ich hab's geschafft, das war mein Plan. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wen redet der denn jetzt schon wieder? Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Kannst du mal leiser schnarchen da hinten? Echt, das hören wir bis zum Landhandel. Tschüss.